Hoffentlich klappt das hier. Nur das hier. Können wir das irgendwie. Nee, können wir nicht, oder? Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen. Es klappt. Was ja Neues. Arias Muffins scheint zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. Aha. Na dann. So, jetzt gibt's Saures. Die Ursula befreit. Kein Grund mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne, wo ich kann. Ja, und ich damit seid gegrüßt zum Mondort. Du bist ein Held. Damit auch immer mit ist das. Mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er verschollen. Naja, hier, nimm das. Nee, er ist tot, stimmt sein Was Freund. Ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Ein kleiner Werbeblock. Wow. Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Er? Das ist ein Er. Ich dachte immer, die Maus ist eine Sie. Du darfst sogar in meinem Rucksack reisen. Mhm. Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Tja, das hoffe ich doch. Notiz. Die haben wir schon hier durchgelesen. Ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, Krähengebiet. Jung. Wanderweg Richtung Mauswald. Ich wollte mal jetzt nicht schon wieder zurück, aber gut. Wir müssen die Ursula zurückbringen. Ach, und der Humbert ist jetzt weg. Das ist doch sehr schön. Der hat sich verpisst. Gut. Dann bringen wir mal. Nee. Zu wem muss die? Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Nee, aber den werde ich wohl noch. Ich... Ursula. Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Aha. Wir haben eine Ursula im Inventar. Vielleicht können wir sie jetzt zurückgeben. Hier. Deins. Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Hier in meinem Rucksack. Nee, in meiner Hosentasche. Ja, genau. In meiner Hosentasche habe ich sie mitgesteckt. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist Wieso sollte ich nicht die Wahrheit sagen? So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Ah, Errungenschaft freigeschaltet, zurück zu Hause. Jo, na dann. Weiter geht's. Wo kamen wir her? Ich glaube, hier kamen wir her. Über die Wurmwurzeln. Nee, hier kamen wir nicht her. Hier können wir langlaufen. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Umweg. Aber gut. Können wir nochmal alles betrachten. Können wir nochmal den Igelbrüdern guten Tag sagen. Den roten und den blauen Igel. Jo. Nee. Ich glaube, das war jetzt hier. Umsonst. Zur Stadtmitte müssen wir. Haben wir ein Ründchen umsonst gedreht.
Naja, was soll's. Wir haben Zeit. Keine Eile. So, steinerner Weg. Da müssen wir lang. Hier, über der Brücke. Fahrt durch die Felder. Plätschernde Bach. Oh, wen sehe ich da? Frosch in Uniform. Hallöchen, Brüchen. Was tun Sie denn hier, Herr Frosch? Im Krähengebiet. Ein Frosch im Krähengebiet. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzauber griffbereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Okay. Bist du Plato, der Briefträger? Ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Das freut mich, dich zu treffen. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Das hatte ich schon befürchtet. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Aha, ein Date. Na, wir nehmen doch mal die Post mit. Keine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Vielleicht kann er uns irgendwann... Meine Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Wenn wir ihm jetzt behilflich sind bei den Paketen und bei der Post, ist er uns vielleicht irgendwann behilflich bei den Einladungen. Für die Party. Für das große Waldfest. Und jetzt gehen wir aber erstmal hier entlang. Da drüben gibt es auch noch einen Weg, aber erstmal hier reingucken. Hinter dem Bach. Oha. Eine Echse. Großer alter Baumstumpf. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da vier Öffnungen in den Knochenstamm geschnitzt. Unförmiger Stein. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht blicken wir mal durch die Münze mit Loch. Parfümierter Brief. Magisch anmutender Brief. Päckchen. Schweres, gut verpacktes Päckchen. Aha, das müssen wir dann wahrscheinlich den Leuten zuordnen. Ein magisch anmutender Brief, das ist doch hier. Ja, das ist doch vermutlich für den Magier. Wir werden es schon sehen. Okay. Es ist kein Portalbaum, so viel steht schon mal fest. Noch einen großen alten Baumstumpf. Ja, okay. Da geht's noch hinunter. Ne, da sind wir wahrscheinlich hergekommen. Nein, da sind wir nicht hergekommen. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Ein sehr lautes Pfeifen. Hohen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen?
Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Hazelnuss. Dicht bist du auf jeden Fall, aber ob du Dichter bist, das war ich zu bezweifeln. Oh. Oha. Was sind wir gelandet? Verdächtige Gestalt. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Gruselige Gestalt. Okay. Verdächtiger Typ. Ja, gruseliger Typ. Mit dem Stock hauen. Ein Stock bringt hier nichts. Naja. Fischstatue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Lächelnde Statuen. Noch eine Statue. Lauter Statuen. Aha. Fischschuppen. Eine Fischschuppe. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Interessant. Oh, die ist ganz leicht. Soll man damit jemanden rufen? Wahrscheinlich. Na dann. Zur Vorderseite des Zwergenhauses. Drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Ja, so sieht's aus. Da kommt man wohl erst mal nicht hin. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Tatsache. Es steckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Hinter dem Bach. Und da habe ich schon so eine Idee, wie wir da hinkommen. Gab es ja noch einen zweiten Weg hier entlang. Waldweg jenseits des Baches. Na holla, wo kommen wir denn da raus? Daraus. Goldenes Postturm. Sieht so aus, als ob die Zwerge auch mit der Post in Kontakt stehen. Aber wenn schaut sie diesen so aus. Blausaft brauen, dann verschicken sie den sicher auch per Post an Kunden. Notiz am Gartenzaun. Im Holzturm. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Oh je. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Das kann ja doch. Schmiede, Eisen und Holzer. Waldzwerge. Die Zwerge haben Corona. Ah, schnell abhauen. Quarantänebereich, da sollten wir jetzt. Ja. Da sollten wir jetzt nur mit Atemmaske reingehen. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Ja. Quarantäne. Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Abgeschlossenes Grundstück. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, aber es ist da. Jo. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Ist gut so. Joey, du willst dich nicht mit Corona anstecken. Du bist zwar noch relativ jung, du wirst es überleben, aber ja. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Nee, das ist schon gut so. Gut, dann können wir hier wohl erstmal nichts machen. Dann teilen wir erstmal die Briefe aus. Das ist das Rätsel, was wir hier erstmal als nächstes machen müssen. Der parfümierte Brief, der kommt wahrscheinlich zu hier der. Komme ich nicht durch. Entweder da zu der Maus. Da ist eine ganz tiefe Pfütze auf dem Weg.
Entweder zu der traurigen Maus, die ihren Mann verloren hat, oder ihren Freund. Angeblich ist es ja ein Mann, eine männliche Maus, ein Moserich. Und das gehört zu der Dame im Café, der Anja. Das denke ich aber auch. Oder du hier, junges Eichhörnchen. Ach, das war das pinke Paket. Für mich zu Briefpapier, man muss. Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Handtasche? Die ist wundervoll. Eine schöne Erzbeere. Vielen Dank. Hier hast du etwas Trinkgeld. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut. Sehr schön. Ja, den habe ich. Wir haben einen Longtaler. Dann können wir uns jetzt diesen Schnummertrunk leisten, wofür auch immer wir den brauchen werden. Und du kriegst hier den parfümierten Brief, das vermute ich doch. So, klingeling. Bin ein bisschen ungeduldig. So. Parfümierter Brief, der ist doch bestimmt für dich. Ja, dann vielleicht für dich. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ja, aber für wen? Schweres, gut verpacktes Paket, vielleicht für Ludwig. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Für dich vielleicht. Ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig. Ja, das tue ich doch. Parfümierter Brief, der kann echt nur für die sein. Tja. Die Tür ist jetzt offen. Hey, du, das ist Privatbesitz. Aber ich habe einen Brief für dich. Eventuell. Parfümiert. Sekunde, wir können auch jetzt mit dem Longtaler Baldrian-Tropfen. Ulrichs Schlummertrunk, Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich habe nur einen einzigen Laubtaler. Na dann, hau raus. Gut, jetzt haben wir Baldrian-Tropfen. Beruhigende Baldrian-Tropfen. Dann können wir entweder Krähen versorgen oder den mürrischen Nachbarn dort. Einfach mal einschläfern. Dann können wir in den Garten rein. So sieht's aus. So, du kriegst das Schwere, oder? Tanzende Maus. Na, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Tja. Ein magisch anmutender Brief. Raffinierter Brief. Entschuldigung. Und ich. Nein, ich. Auch nicht. Aber ich weiß, wer den magisch anmutenden Brief bekommt. Das kann ja nur einer sein. So, mag schon guten Brief für dich. Nein, ich hab Platt. Dann wohl nicht. Vielleicht für Ursula den Affirmierten. Nein, ich hab. Tja, für den Uwe gibt's das Schwere. Konrad. Nein, ich hab Platt. Nein, ich hab Plato versprochen. Dann wohl nicht. Dann wohl nicht. Suchen wir andere Leute, denen wir die Pakete ausgeben können. Na, ein schweres Paket, das könnte doch. Oh, Exo.
Herr Kirchenmaus. Ah, sehr gut. Oh, dachte ich mir. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselesisch über Nacht auf 30 Kassetten. Mhm. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Ja, klar. So. Magisch anmutenden Brief vielleicht für dich? Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ja, dann vielleicht der parfümierte Brief. Ich glaube es zwar nicht, aber... Nein, ich habe Lato versprochen, die Post... Okay, für euch wird keine Briefe. Der virtuose Maxim Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbst bereit, einen, aber nur einen hochbegabten Schüler die Kunst des Violinspiels zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Ja, aus jedem kann ein Musiker werden. Mit genügend Übung. Gut. Vielleicht ist der parfümierte Brief für dich. Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell. Okay, dann halt nicht. Vielleicht. Nein, ich habe Lato. Tja. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Na, den würden sie vielleicht beruhigen. Tja, Partygast. Für dich vielleicht? Nein, ich habe Lato versprochen. Okay, ist gut. Nein, ich habe... Tja... Ich müsste doch für sie sein. Nein, ich habe Lato versprochen, die... Tja. Zwei Briefe haben wir noch. Und nicht für dich? Nein, ich habe Lato versprochen. Nicht für dich. Gut, nein. Geh mal dort lang. Hier. Der Stadtmauer vielleicht nur da wählen, der ein Paket kriegt. Ein Brief, meine ich. Spitzweg. Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell. Wohl nicht. Parfümierter Brief für dich? Nein, ich habe. Für eine Kanonier? Kanonier? Ich habe Lato versprochen, lieb. Tja. Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell und zuverlässig... Nein, ich habe Lato versprochen... Nein, ich... Wie soll ich es denn, wenn ich nicht weiß, wie mich das geben soll? Von hier aus wird das Licht. Gut. Stadtmitzung. Wie viele Leute gibt es denn hier noch, die was kriegen könnten? Weg durchs Gas. Hier ist niemand. Weg zurück zum Portalbaum. Tja, vielleicht finden wir dort ja Persönchen. Oh, ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Okay, merkwürdige Kristallstatue. Spinnennetz. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von
Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Tja, der alte Pfadbaum. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum, vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Der Tümpel. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchen-Abzeichen schon gemacht. Jutspinnitz. Duckst dir an. Ohohoho. Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Tja, verjag's. Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und in der wenn Größe. Ist, nützt es niemanden mehr. Ja, also in der Größe. Eine Spinne dieser Größe. Sollte man wirklich nicht wütend machen. Ja, na dann. Zurück zur Mauer. Hier gibt's nichts zu sehen. Weg über Mauer. So, jetzt dann hier wieder zurück. Vielleicht können wir in den Bereich der Krähenfelder noch irgendwas. Vielleicht finden wir ja auch noch wen, der einen Brief bekommen will. Fahrt nach Mooswald. Gut, steinerner Weg. Hier hängt die Könne mehr ab. Darum wird es zum Glück weg. Ja, überflutetes Gebiet. Waldweg jenseits des Baus. Vielleicht für die Zwerge. Stecken wir es dir in den Briefkasten. Parfümierter Brief. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zu... Tja. Viel bleibt da ja nicht mehr übrig. Der parfümierte Brief da. Das müsste doch eigentlich der Anja gehören. Das müsste doch eigentlich zu der... Alles andere wäre unlogisch. Den Stadtwachen können wir es nicht geben. Der magisch anmutende Brief, den Kobold eigentlich aber nur mal vertrieben. Der Kobold wird da der Ereigner zu führen. Parfümierter Brief. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell. Tja. Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Kopfkratz. Das klappt so nicht. Spüle. Nein, das bringt nichts. So. Und du wirst den parfümierten Brief nicht haben? Nein, ich habe Plato versprochen. Tja. Können wir die irgendwo einwerfen? Müssen wir die Briefkästen einwerfen oder wie läuft das hier in den Briefen? Können wir wohl gar nicht persönlich aushändigen. Dann suchen wir mal nach ein paar Briefkästen.
Vielleicht wäre das mein Anhaltspunkt. Die Randbereiche. Sie haben einen Briefkasten. Kommt doch vielleicht der magische Brief hin. Jo, das sieht gut aus. Mhm. Keine Ursache. Da wohnt jemand. Huch, wer hat das gesagt? Tja, jetzt haben wir nur noch ein parfümierten Brief. Und wem können wir das in den Postkasten werfen? Die Gebrüder vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht.